Hallo Leute, schaut mal, die Paviane, die scheinen sich richtig gern zu mögen. Man hat bei Affen schon öfter menschenähnliches Verhalten beobachten können. Sie schauen sich freundlich an, sie lausen sich, sie suchen die Nähe zueinander, sprich, sie kümmern sich umeinander, sie sind richtig dicke Freunde. Ja, oder hat das Lausen, das freundlich Anschauen und die Nähe suchen vielleicht andere Gründe? Ich will heute mal herausfinden, ob es im Tierreich richtige Freundschaften gibt oder ob es andere Gründe für das Zusammenleben gibt. Und dafür treffe ich jetzt den Dr. Tobias Zimmermann. Mal schauen, wo er ist. Tobi ist Verhaltensbiologe. Er versucht zu erforschen und zu verstehen, warum Tiere sich wie benehmen. Ah, da ist er schon. Hallo Tobi. Hallo Anna. Hi. Du hast doch ein Online-Magazin, wo du dich unter anderem mit Tierfreundschaften beschäftigst, oder? Ganz genau. Perfekt, dann bist du genau der richtige Mann für mich. Alles andere als perfekt ist ein Leben ohne Freundschaften für uns Menschen. Aber suchen sich Tiere auch aus, mit wem sie am liebsten Zeit verbringen? Also wenn ich mir jetzt so überlege, was für mich Freundschaft ausmacht, dann würde ich sagen, man vertraut einander, man kann sich auf den anderen verlassen und ja, man mag sich einfach gern. Aber wie ist es denn bei Tieren? Was ist denn eine Tierfreundschaft? Ja, das macht es eben noch schwieriger bei Tieren, weil wir die natürlich nicht direkt befragen können, mit wem sie befreundet sind oder was sie dabei empfinden. Deshalb gibt es eine sehr gute Methode, wie man das machen kann. Und das geht, indem wir das Verhalten von den Tieren beobachten. Okay, wir sehen da oben eine Gruppe sitzen und da wird gelaust, gefuttert. Irgendwas wird da gefuttert. Ich glaube, so Läuse, die da im Fell sind, die werden gefuttert, oder? Das heißt, lausen die sich jetzt nur, weil ihnen die Läuse gut schmecken oder weil sie einander nah sein wollen? Es ist so ein bisschen beides. Natürlich hilft das auch, um das Fell sauber zu halten, aber die machen das deutlich häufiger, als es eigentlich nötig wäre. Und das Besondere ist, dass das immer bestimmte Tiere sind, die besonders gerne Körperkontakt haben, die sich besonders gerne gegenseitig lausen und gerne viel Zeit zusammen verbringen. Forschende wie Tobi nennen das soziale Fellpflege. Und wer die vernachlässigt, sitzt am Ende oft alleine da. Das war ja jetzt bei Tieren einer Art. Jetzt würde ich natürlich schon noch gerne Tiere zwei verschiedener Arten sehen, ob es da auch Freundschaften geben kann. Na komm, da zeige ich dir mal was. Und dafür geht's ins Aquarium. So, jetzt bin ich aber gespannt. Freundschaften im Meer, um wen geht's denn? Ja, wir sind hier bei einem sehr außergewöhnlichen Paar. Das sind die Anemonenfische und eine Seeanemone, die wir sehen. Dieses Teil hier, diese Seeanemone, ist jetzt tatsächlich ein Tier? Ganz genau. Die gehören zu den Blumentieren, die im Meer vorkommen. Die beiden Tierarten scheinen sich prächtig zu verstehen. Das Blumentier besitzt Tentakel mit Nesselzellen. Mit diesen Fangarmen können sie ähnlich wie Quallen Gift ausschleudern. Den Anemonenfischen kann das aber nichts anhaben. Ganz im Gegenteil, die Nesselzellen bieten Schutz vor Fressfeinden. Aber ist das jetzt eine Freundschaft? Nee, da muss ich dich leider enttäuschen. Das würde ich nicht als Freundschaft bezeichnen. Zum einen ist es so, dass die Seeanemonen sich das überhaupt nicht aussuchen können. Die haben nicht wirklich die Wahl und können das Weite suchen. Und zum anderen ist es nicht so, dass wir diesen typischen freundschaftlichen Austausch wirklich sehen. Also keine Freundschaft, sondern Symbiose. Symbiose nennt man das Zusammenleben verschiedener Arten, die sich gegenseitig nützen. Wie bei Madenhackern und Nashorn. Die Singvögel werden satt, indem sie das Rhinoceros von ungebetenen Gästen befreien. Ein weiteres Erfolgsrezept, Marienkäfer fressen Blattläuse. Ameisen wiederum melken Blattläuse. Deshalb verteidigen die Ameisen ihre Blattläuse vor dem Fressfeind. Also eine reine Zweckgemeinschaft und die hat nichts mit Freundschaft zu tun. Aber ich gebe noch nicht auf. Bestimmt kann mir der Florian, der arbeitet nämlich hier als Tierpfleger, echte tierische Kumpels zeigen. Seit 18 Jahren kümmert sich Florian hier um die Südamerika-Anlage. Die Riesenvögel sind Darwin-Nandus. Was aussieht wie kleine Rehe, sind Pampashasen. Wohin der Hase läuft, bestimmen die Vikunias. Klar, die Kamelart ist die größte Art hier und macht daher die Ansagen. Und das Wasserschweinpaar ist laut Florian frisch verknallt. Eins ist sicher, egal ob Amazonas oder Hellerbrunn. Freundlich grüßen schadet nie. Hallo? Ein Capybara, so werden die auch genannt, kenne ich aus Brasilien. Hallo? Oh, das lässt uns aber nah ran. Ja, das ist die Tracy
Die ist da recht entspannt. Ihr Mann hingegen aber nicht. Hallo Tracy. Na? Wie cool. Maus, alles gut? Ach, du kannst richtig hingehen. Also bei Tracy geht das. Du musst trotzdem nur ein bisschen gucken. Genau. Und Madras haben wir zwar noch nicht gesehen, aber der hat uns gesehen und hat einen Warnlaut abgegeben, sodass alles sozusagen in erster Linie seine Frau gewarnt ist, aber die sitzt ja bei uns. Aber das haben alle anderen Tiere jetzt auch gemerkt. So, Achtung, Achtung, so könnte man das sagen. Das war jetzt das andere Wasserschwein, das gebellt hat? Genau. Und wenn Madras warnt, fangen alle anderen an zu rasen. Auch die rüstige Rentnerin. Ameisenbärin Xippe. Die anderen Tiere verstehen das auch, obwohl sie keine Wasserschweinsprache sprechen? Genau, die leben hier zusammen und haben halt gelernt durch dieses Zusammenleben, wenn ein Wasserschwein so schreit, so ruft, dann stimmt irgendwas nicht. Also könnte man schon sagen, wie so eine Fremdsprache erlernt. Aber es ist halt jetzt dieser Warnlaut, es ist jetzt nicht, dass sie komplette Sätze sprechen können. Damit es keinen Zoff im Zoo gibt, haben sich hier alle richtig viele Gedanken gemacht, wer zueinander passen könnte. Vergesellschaftung nennt man diese gemeinsame Haltung, bei der am Ende alle glücklich sein sollen. Müsli, lecker. Genau, das ist Müsli, das ist für die Vikunjas. Das kommt hier oben rein, da wo dann sonst kein anderer drankommt. Ach so, damit nichts weggefuttert wird. Ja, genau, dass jeder sozusagen das Futter kriegt, was er braucht und es kein anderer nimmt. Das ist für unsere Darwin-Nandus, die kriegen auch Salat, dann ist Keimfutter mit dabei und spezielles Kraftfutter. Und das schüttet man hier rein, da kommt halt nur der Kopf von den Nandus durch und für die anderen ist es zu anstrengend, dass auch die ihr Futter kriegen und sonst keiner das frisst. Und gefressen werden soll hier auch niemand. Natürliche Feinde wie Puma und Co. Fehlanzeige. Futtersuche und täglicher Überlebenskampf? Fehlanzeige. Dafür gibt's hier aber weniger Platz als in Südamerika. In der freien Natur würden die Tierarten nicht freiwillig miteinander abhängen. Hey Tracy, wir haben dir was mitgebracht. Ich habe eine Überraschung, du musst kein Gras mehr fressen. Ich habe was Besseres für dich. Und Tracy hat Appetit. Du schmatzt ganz schön, junge Dame. Ja, wenn es schmeckt, muss man auch schmatzen. Kann ich jetzt auch ein bisschen streicheln, während sie frisst? Ja. Also werden die Wasserschweine und die anderen Tiere hier auf der Südamerika-Anlage in der Natur eigentlich kaum Freunde. Denn wenn man keine Zeit miteinander verbringt, kann man auch kein Freund sein. Ich bin zu langsam hier mit dem Futter. In der Natur würden sie sich eher aus dem Weg gehen. Hier dulden sie sich. Also so richtig nach Freundschaft sieht es für mich auch wieder nicht aus. Mist. Dafür bist du zu deinem Salat gekommen. Florian, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Irgendwelche tierischen Freunde musst du doch für mich haben. Ja, ich glaube, ich habe da welche. Ich würde dir jetzt gern zeigen. Dazu müssen wir ein paar Äste mitnehmen. Okay. Dann nimmst du mal die. Was ist das? Das ist Buche. Und dann haben wir da jemanden vorbereitet. Die, glaube ich, freuen sich schon. Hast du denn schon eine Idee, wo es hingeht? In den Urwald. Ja, so ein bisschen. Achtung, Brücke. Ah, Giraffen. Hallo. Ja, ist eine Überraschung geglückt. Na, Ladies? Und ich habe das Gefühl, die warten schon auf unsere Leckereien hier. Ja, auf jeden Fall. Ui, du bist aber stark. Egal ob afrikanische Savanne oder Gehege in München, bei Giraffen gelten Weibchen kontaktfreudiger als Männchen. Übellaunige Junggesellen gibt es hier nicht. Florians Mädelsklicke besteht aus 5 Damen. Und 2 davon können besonders dicke miteinander. Und du hast jetzt hier echte Giraffenfreundinnen? Ja. Wer denn? Die Tassia und die Makena, die verstehen sich sehr gut. Die machen sich gegenseitig die Mähne sauber, was jetzt bei den anderen wir nicht so beobachten können, dass sie das machen. Aber die zwei machen das auf jeden Fall. Die schlafen auch zusammen. Zum Beispiel in der Nachtkamera sieht man, dass die immer zusammenliegen und sogar Po an Po, was die anderen Mädels zum Beispiel nicht machen. Da sieht man jetzt mal die Power. Jetzt wäre ich fast im Giraffengehege gelandet. Ja, Tassia hätte ich mitgenommen.
Man kann also sagen, wenn Tierarten in reinen Mädels- oder Jungsgruppen zusammenleben, dann können auch echte Freundschaften entstehen. Außer es geht dann um die Paarung. Dann kommt ein Bulle dazu und dann steht natürlich die Fortpflanzung an erster Stelle. Ich glaube, bei den zwei Mädels wird die Freundschaft trotzdem nicht brechen, nur weil ein Bulle dazu kommt. Das finde ich sehr schön. Und wie sich tierische Freundinnen gegenseitig erkennen können, das erfahre ich jetzt beim Gerald und mache mich mal auf den Weg. Hier, letzter Snack für euch und ich pack's. Und zwar in einen Wald bei Würzburg. Für Professor Gerald das Paradies auf Erden. Hier will der Fledermausexperte mit einem neuen Versuch herausfinden, wie sich die Tiere erkennen. Ah, da ist er schon. Hallo Gerald. Hallo Anna. Oh, ich sehe schon, du hast ja schon einiges aufgebaut. Du beschäftigst dich ja mit Freundschaften zwischen Fledermäusen. Dann können die doch nicht weit sein, oder? Das stimmt. Und zwar sind sie in dem rechten Kasten. Und wenn du willst, kannst du mal reinschauen. Danke. Wie bei den Giraffen leben hier keine erwachsenen Männchen. Allerdings sind diese Weibchen etwas kleiner. Ich sehe jetzt erstmal nichts. Ja, sind nicht leicht zu erkennen. Ne? Du musst ein bisschen schauen. Große Ohren, großer Schnauze, die Flügel sieht man auch manchmal. Boah, jetzt sehe ich, dass sich da was bewegt. Für Geralds Forschung gelten strenge Tierschutzregeln, denn Fledermäuse sind geschützt. 45 Bechstein-Fledermaus-Mamas teilen sich in Würzburg mit ihrem Nachwuchs diesen Wald. Die Tiere werden ca. 20 Jahre alt. Deshalb kann man an Fledermäusen gut anhaltende Freundschaften erforschen. Benannt sind sie nach Johann Bechstein. Genau wie der berühmte Forscher und Tierschützer vor über 200 Jahren ist auch Gerald von den fliegenden Säugetieren fasziniert. Wir können jetzt mal gucken, wir haben die Tiere markiert mit kleinen Mikrochips. Die heißen Transponder, das sind dieselben Mikrochips, die auch Haustiere haben. Hier siehst du die Uhrzeit, wann die Fledermäuse rein und rausgeflogen sind. Hier ist das Datum, das war gestern Nacht. Und hier, das sind die Nummern der einzelnen Fledermäuse mit diesen kleinen Mikrochips. Ah, das heißt, die Fledermaus hier ist um 23.12 Uhr und 39 Sekunden gestern eingeflogen und nur eine Sekunde später ist dann gleich die nächste reingekommen. Genau. Was uns heute interessiert, sind diese beiden Fledermäuse, die ich hier aufgeschrieben habe, weil von denen wissen wir machen das ja schon 25 Jahre, dass sie in den letzten Jahren sehr häufig zusammen waren. Wir nehmen an, dass das so was wie enge Freundinnen sind. Wir suchen also die Fledermausfreundinnen D4, DC und 0387. Wir nennen sie Carla und Miriam. Das ist schöner. Ja, perfekt. Leider fehlen für Geralds geheimnisvollen Versuch noch unsere beiden Freundinnen. Denn Miriam und Carla sind in irgendeinem der 80 Fledermauskästen. Das Problem? Gerald besitzt aber nur wenige Datenlogger. Das sind die teuren Geräte, mit denen er aufzeichnet, in welchen Kasten die Tiere tagsüber schlafen. Da, den müssen wir anschauen. Nichts? Nee. Dann müssen wir weitersuchen. Noch 78 Kästen. Gut, dass Versteckenspielen Spaß macht. Im nächsten Kasten finden wir dann endlich Fledermäuse. Aber ob auch Carla und Miriam dabei sind? Möchtest du? Gerne. Dann nehme ich dir mal die Sachen ab. Ich kenne dieses Gerät schon. Damit kann ich jetzt den Chip ablesen, den die Tiere bei sich im Körper haben. Und so muss ich die gar nicht stören, um herauszufinden, ob da Tiere drin sind. Genau so ist es. Ja. Carla und Miriam verbringen ja seit Jahren viel Zeit miteinander. Ob sie wohl auch heute gemeinsam in einem Kasten abhängen? Ah, jetzt habe ich was. Super. 0387. Perfekt, das ist die Miriam. Perfekt. D4, DC. Perfekt, genau die zwei, die wir wollten. Die Carla und die Miriam. Also, dann haben wir unsere Fledermausfreundinnen gefunden. Dankeschön. Aber eins ist mir noch ganz wichtig zu sagen, Leute. Bitte niemals in der Natur Fledermäuse stören. Das kann für die Tiere ganz schön übel ausgehen. Ich darf das heute nur ausnahmsweise, weil ich mit einem Fledermausforscher unterwegs bin. In der freien Wildbahn leben die Tiere oft in dunklen und feuchten Höhlen. Und zwar in großen Gruppen. Das nennt man Kolonien. Wenn es dunkel wird, gehen die nachtaktiven Tiere auf Jagd. Da sie nur wenig sehen, senden sie im Flug ununterbrochen hohe Töne aus, die als Echo zurückkommen. Dank dieser Echoortung wissen sie, wo sie hinfliegen und zuschnappen müssen.
Inwieweit sie mit diesem Supersinn auch befreundete Tiere erkennen, wird noch erforscht. Bei seinen Bechstein-Fledermäusen kommt es für Professor Gerald vor allem auf den richtigen Riecher an. Anna, darf ich dir den Kasten geben? Ja. Dankeschön. Danke. Schwerer als gedacht. Hier im Fledermauswald packen alle Feste mit an. Die Forscherinnen Franzi und Sophia machen heute einen spannenden Versuch. Und ich darf dabei helfen. So, dann freue ich mich jetzt schon, Miriam und Carla kennenzulernen. So, Anna, bevor wir loslegen, müssen wir jetzt Masken aufsetzen und Handschuhe anziehen. Also, wir ziehen eine Maske an, damit wir die Fledermäuse nicht anstecken. Genau. Weil die könnten ja auch von uns Krankheiten übertragen bekommen. Und vor allem kann ich mir jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, was wir jetzt mit denen vorhaben. Vor 25 Jahren hat Gerald nächtelang Fledermauskästen gefilmt. Seither will der Professor das Geheimnis um diese faszinierenden Nachtaufnahmen lüften. Wenn die am Morgen zurückkommen in ihrem Kasten, dann sehen wir, dass sie immer ihre Gesichter aneinander reiben. Deshalb vermuten wir, dass dieser Schweiß, den sie auf der Nase haben, dass der dazu dient, sich gegenseitig zu erkennen. Aha, ihr wollt also herausfinden, woran eine Fledermaus erkennt, wer ihr Freund ist. Die sehen ja zumindest für uns jetzt alle sehr ähnlich aus. Und ihr vermutet, dass das über den Geruch geht. Genau, wir glauben, dass die sich gut riechen können. Und jetzt kommen Carla und Miriam ins Spiel. Aber wer ist hier eigentlich wer? Müsstest du noch mal gucken? Also erstmal mit dem Lesegerät den Tierchip scannen. Okay. Ah, das ist die Miriam. Na, sieh mal einer an. Schau Hallo, mal, da Miriam. Ist die Miriam. Wow, Hallo, riesige Anna. Ohren. Sieht ja nett aus. Gut, dass wir die Probe nicht in, sondern auf der Nase entnehmen müssen. Oh, die machte die Äuglein richtig zu, als würde sie es genießen. Schaut mal, man sieht hier richtig was auf dem Tupfer. Das ist so gelbbräunlich. Das hat sie doch gut gemacht. Hm? Nachdem Miriam ihr Nasensekret abgegeben hat, ist Carla dran. Mit der entnommenen Duftprobe könnte Carla weitere wissenschaftliche Erkenntnisse für Tierfreundschaften erzielen. Und zwar mit Sophia aus Italien, die beim Fledermausprofessor ihren Doktortitel macht. So, das ist jetzt der Geruch von Miriam. Dankeschön. Rechts oben platzieren wir die soeben entnommene Duftprobe von Freundin Miriam. In die linke Ecke kommt der Duft einer anderen Fledermaus, mit der sie nicht gemeinsam abhängt. Einmal aus dem gelben Sack gelassen, könnte Carla dann nach rechts oben, also Richtung Miriams Geruch, krabbeln. Ein weiterer Hinweis, dass sie ihre Freundin am Geruch erkennt. Wir machen es hier gleich richtig, richtig dunkel, weil Fledermäuse sind nachtaktiv und fühlen sich natürlich im Dunkeln viel wohler. Und weil das jetzt hier eh schon so eine ungewöhnliche Situation ist, wollen wir es ihnen so angenehm wie möglich gestalten. Ich habe jetzt hier so ein rotes Licht dabei, davon kriegen die Fledermäuse nämlich nicht so viel mit, aber wir können was sehen. Und jetzt bin ich mega gespannt, weil der Versuch hier, der wurde noch nicht oft gemacht und wir wissen gar nicht so richtig, was dabei rauskommt. Da ist Carla. Danke, Gerald. Genau wie ihr Doktorvater Gerald vor 25 Jahren nimmt auch Sophia die Versuche mit einer Nachtsichtkamera auf. Als Belege für ihre Forschungsergebnisse. Hallo, Carla. Hallo, Carla. Zur Erinnerung, Carla kommt in die Mitte. Rechts oben ist die Duftprobe von Freundin Miriam. Links oben die einer anderen Fledermaus. Wie wird sie sich entscheiden? Also bisher macht die Carla noch nicht so richtig was. Aber jetzt scheint sie schon mal so ein bisschen interessiert zu schnuppern. Komm, Carla, komm hier rüber. Seht ihr, wie sie riecht? Okay. Oh wow, das hätte ich nicht gedacht. Sie hat sich jetzt für die andere Fledermaus entschieden. Sie hat also ganz interessiert geschnuppert und ist dann hoch zu A gegangen und schnuppert da jetzt so richtig, wer da ist. Hat sich also nicht für ihre Freundin Miriam entschieden. Hä? Da bin ich jetzt gespannt, was der Gerald meint, woran das liegt. Ah! Gerald, was glaubst du, warum?
Das kann viele Gründe haben. Zum einen, vielleicht kennst du die andere auch gut. Das werden wir jetzt im Laufe des Sommers rausbekommen. Und dann war es ein erster Versuch. Und wir sind schon sehr froh, dass offensichtlich die Fledermaus sich gut bewegt hat und alles gut geklappt hat. Wer weiß, vielleicht ist die andere Fledermaus ja zufällig auch ein Freund von ihr oder sie wollte den als neuen Freund gewinnen. Das werden wir dann sehen mit unserer Überwachung. Jedenfalls herzlichen Dank für deine Hilfe. War super. Hat ja niemand behauptet, dass Fledermausforschung flott funktioniert. In Sachen Freundschaften forsche ich jetzt wieder im Tierpark Hellerbrunn weiter. Und zwar bei Tobias und den Elefanten. Hallo Tobi. Hi Anna. Da bin ich schon wieder um einiges schlauer. Ich habe viel über die Forschung gelernt, aber eine Frage, die brennt mir noch unter den Fingernägeln. Warum sind Tiere eigentlich befreundet? Wir sind ja hauptsächlich deswegen befreundet, weil es einfach schöner ist, Freunde im Leben zu haben, oder? Ja, genau. Schön ist es für die Tiere mit Sicherheit auch, Freunde zu haben und sich mit denen auszutauschen. Es ist aber auch so, dass das riesengroße Vorteile für sie bringt. Im Großen und Ganzen liegt das daran, dass sie sich gegenseitig helfen. Also gehen sie zum Beispiel gemeinsam auf Nahrungssuche und finden so mehr Futter, um satt zu werden. Es ist so, dass Tiere mit engen Freundschaften meist gesünder sind und auch länger leben und vor allem auch viel, viel mehr Nachwuchs haben. Ah, okay. Und das ist ja so das oberste Ziel in der Natur, dass man seine Gene weiterverbreitet. Ja, ganz genau. Als letztes führt mich Tobi zu den Menschenaffen. Die sind mit uns eng verwandt und haben genau wie wir oft langjährige Freundschaften. In freier Wildbahn werden Schimpansen 40 bis 50 Jahre alt. So, Tobi, jetzt musst du mir aber mal sagen, welche Tiere pflegen denn jetzt Freundschaften? Es ist häufig so, dass Freunde in dem gleichen Alter sind, also besonders alte Tiere oder besonders junge Tiere miteinander befreundet sind. Und der Charakter spielt auch eine ganz große Rolle. Bei uns ist es ja so, dass wir uns dann gerne Freunde suchen, die gleichen Interessen haben und auch die gleichen Hobbys. Ist das bei den Schimpansen auch so? Ja, bei denen ist es ganz ähnlich. Es ist in verschiedenen Studien gezeigt worden, vor allem bei Schimpansen, aber auch bei Delfinen und anderen Tierarten, dass besonders Tiere mit gleichen oder ähnlichen Charaktereigenschaften miteinander befreundet sind. Also zum Beispiel Tiere, die besonders mutig sind, sind untereinander befreundet oder Tiere, die vielleicht eher etwas zurückhaltend sind, sind die, die Freundschaften schließen. Ich stelle mir gerade zwei Schimpansenkumpel vor. Heute klettern wir auf den höchsten Baum, den wir finden können, weil wir sind beide mutig. Ja, genau. Und das zeigt dann eben auch, warum das so gut klappt zwischen den Freunden. Weil wenn natürlich der eine immer nur die ganze Zeit auf hohen Bäumen unterwegs ist, wird der nicht ganz so mutige Freund eben nicht hinterherkommen. Und dann wird es auf lange Sicht schwierig mit so einer Freundschaft. Das stimmt. Oh, und schau mal, da sind jetzt sogar welche zusammen. Ich glaube, das sind Schimpansenfreunde. Oh Mann, Leute, ich glaube, mich lauscht echt der Affe. Ich habe heute wieder so viel gelernt. Zum Beispiel, dass bei Tieren nicht alles Freundschaft ist, was danach aussieht. Aber es gibt sie, Freunde im Tierreich. Am ehesten bei Herdentieren. Ja, und warum manche Tiere befreundet sind, dafür gibt es so viele verschiedene Gründe wie bei uns Menschen eben auch. Klar ist, Freunde sind was Tolles und es hat viele Vorteile, wenn man nicht alleine durchs Leben stolpern muss. Fragen können wir die Tiere natürlich nicht. Es bleibt also spannend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus!